Herzlich willkommen bei Erfolgsdruck, Stories aus dem Mittelstand, dem Flyer-Alarm-Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Ich bin Doreen. Und ich bin Marco. Und heute geht es um das Thema Community Management, also darum, wie Unternehmen, Organisationen und Vereine mit ihrer Zielgruppe direkt kommunizieren. Meistens passiert das ja über Postings auf Social Media und in der Kommentarspalte, aber es geht hier auch um den direkten Austausch. Und dafür haben wir uns heute zwei Gäste eingeladen, bei denen echten Fußballfans wie Marco wahrscheinlich richtig das Herz aufgeht. Und wie? Heute haben wir uns nämlich Sabrina Dirks und Karl Evers vom DFB eingeladen. Sabrina ist Teamleitung der Social Media Abteilung und betreut da die Frauen- und Männernationalmannschaft. Und Karl betreut die U21-Nationalmannschaft im Bereich Social Media und ist außerdem verantwortlich für den Bereich des Community Managements. Und ich habe schon 1000 Fragen und ich hoffe, ich bekomme möglichst viele unter. Hallo Karl, hallo Sabrina und herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Wann ist denn der Erfolgsdruck bei euch im Job am größten? Ja, also es gibt ja diesen Spruch, im Erfolg macht man die größten Fehler. Und ich finde, das kann man auch ganz gut auf den Erfolgsdruck übertragen. Und gerade bei uns im Sport, wenn die Mannschaft liefert, die eigene Mannschaft, dann müssen wir auch liefern. Und dann ist die Herausforderung manchmal viel größer, als wenn es vielleicht kritisch läuft, wenn es ein Unentschieden oder eine Niederlage gibt. Ich habe es jetzt bei mir, bei der U21-Nationalmannschaft kürzlich auch erlebt, dass wir 10-1 gewonnen haben gegen Estland. Und da kommst du schon immer ein bisschen ins Schlittern, wenn du dann Tor für Tor darüber berichten musst und schon ja, dir auch dann die Highlights rauspicken musst, aber trotzdem auch nichts weglassen willst. Da entsteht irgendwie ein ganz besonderer Druck, natürlich ein positiver Druck, aber ich finde, da ist so ein bisschen auch das Scheitern, ja, wird dir so vor Augen geführt. Wenn du irgendwas richtig Cooles nicht mit einfängst, dann ist es manchmal schlimmer, als wenn du in den schlechten Momenten nicht lieferst. Was aber nicht heißen soll, dass du in kritischen Situationen bei Niederlagen natürlich auch eine extreme Sensibilität brauchst. Und das ist letztlich auch eine Form von Druck. Du meinst, mit der Fallhöhe steigert auch die Nervosität? Kann man so sagen, ja. Cool. Und Sabrina? Ja, das würde ich unterschreiben. In den Niederlagen ist es ein bisschen weniger Druck auf dem Content, sage ich mal, sondern eher vielleicht die Art und Weise, wie man damit umgeht. Jetzt gerade in diesem Jahr war es zumindest für mich persönlich eine ganz spezielle Situation, weil ich noch nie ein Heimturnier hatte mit der Männernationalmannschaft. Das ist ungefähr so die maximalste Aufmerksamkeit, die man haben kann. Und auch so die vorangegangenen Jahre waren nicht ganz einfach mit der Männernationalmannschaft. Und ich habe den Channel relativ neu übernommen und war so ein bisschen eingeschüchtert am Anfang, auch so von der Haltung, ne, der Mannschaft gegenüber. Und jetzt startet man in ein Heimturnier. Wir haben damals Anfang des Jahres noch gesagt, oh, irgendwie fühlt es sich noch nicht nach Turnierjahr an. Wie kriegen wir das jetzt irgendwie gelöst? Und da war dann schon auch Druck auf dem Kessel irgendwie. Und es hat dann auch mit der Planung der Kaderbekanntgabe irgendwie angefangen. Dann überlegt man sich natürlich, was wollen die Leute jetzt? Ne? Haben die jetzt Bock auf was richtig Großes, Geiles? Oder haben die irgendwie eher so Bock auf was Klassisches? So halt mal den Ball flach, ist ja manchmal auch so ein bisschen so eine deutsche Eigenschaft, so bitte nicht überpacen jetzt. Und dann ging uns schon auch ganz schön die Pumpe. Also ich bin schon auch dabei, wenn sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von außen auf einem Channel oder auf einem Thema ist, dann überlegt man sich schon zweimal, dreimal, viermal und guckt auch alle Fotos nochmal im Hintergrund. Liegt da was? Ist da irgendwas irgendwie interpretierbar? Aber ist ja am Ende gut gelaufen, deswegen passt es. Ich hatte das große Glück, eine Karte fürs Eröffnungsspiel zu ergattern, gemeinsam mit meinem Bruder. Und meine Vorfreude war massiv und ich habe da natürlich auch eure Kanäle ein bisschen intensiver verfolgt vorab. Ich fand's gut. Also mich hat das abgeholt. Dankeschön. Aber eigentlich sprechen wir ja heute über das Thema Community Management. Und ich glaube also, es gibt ja kaum eine Community in Deutschland, die so vielschichtig und divers ist wie die der 88 Millionen Bundestrainer, die es vor jedem Turnier gibt. Wie kommuniziert man mit so vielen dermaßen unterschiedlichen Menschen? Das ist die große Herausforderung, würde ich sagen, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu kommunizieren. Also ich finde, die Zielsetzung für uns sollte immer sein, auf Augenhöhe zu kommunizieren, gerade bei uns im Social-Media-Bereich. Aber wie du sagst, das sind so viele verschiedene Gruppen, die man da ansprechen muss. Und das ist absolut nicht einfach. Wir sprechen natürlich mit unseren Social-Kanälen schon eher eine jüngere Zielgruppe an, wenngleich man natürlich auch sagen muss,
dass mittlerweile Social Media ja nicht mehr so ein Ding ist für die 15-, 20-Jährigen, sondern da kommt mittlerweile kaum noch jemand dran vorbei. Ich glaube, jetzt die Tage ist die ARD-ZDF-Medienstudie rausgekommen, wo auch zu sehen war, dass ich glaube, bis zu den 49-Jährigen der Prozentsatz bei mehr als 90% liegt, die das nutzen. Also da ist schon klar, dass wir da auch, also was das Alter angeht, viele über Social Media erreichen. Ich finde gerade, wenn wir jetzt über Community Management sprechen, ist immer so mein Ansatz zu sagen, wir sollten davon ausgehen, dass der User so unwissend wie möglich ist. Das klingt erstmal ein bisschen despektierlich, ist aber gar nicht so gemeint, weil ich finde immer, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass der User schon alles weiß. Also wenn wir beispielsweise einen Kader bekannt geben und dann können wir wirklich sagen, also können die Uhr danach stellen, dass dann kommt, warum ist der nicht dabei, warum ist der nicht dabei, und bei ein paar Fragen, also beantworten, die sich von selbst beantworten, dann auch oft andere User. Ja, hast du nicht gelesen, der ist verletzt oder bei dem ist das und das, der ist gesperrt, was auch immer. Das muss man halt, finde ich, bei uns beachten, dass wir das nicht voraussetzen dürfen. Da müssen wir schon so ein Mindset entwickeln, dass wir möglichst viel erklären. Genauso, wenn es um Sachen im Amateurfußball geht. Die einen, die kennen alles in- und auswendig. Und die anderen, die beschäftigen sich vielleicht einmal im Monat mit Fußball und haben halt dann gerade mal diesen Post gesehen. Deswegen, ja, ist das in der Tat eine Riesenherausforderung, so eine Bandbreite an Menschen zu bespielen. Aber ich glaube, dass wir das gerade jetzt während der Euro, Sabrina mit ihrem Team, dass wir das da sehr gut hinbekommen haben. Ich glaube, man muss auch nochmal unterscheiden zwischen den Themen, die wir haben. Als Verband sind wir ja sehr vielseitig aufgestellt, was die Themen angeht. Karl hat es schon angesprochen, Amateurfußball. Da gibt es auch eine viel größere Themenvielfalt, die auch zum Beispiel in organisatorische Themen reingeht. Wenn wir jetzt von Mannschaften sprechen, in denen ich jetzt unterwegs bin, ist schon das Ziel auch, ein bisschen mit Insights zu arbeiten, die Community aufzubauen und dass ich nicht mehr allzu viel erklären muss, sondern dass so eher der Gedanke entsteht, die Caption, die verstehe ich jetzt gar nicht richtig. Also da gehe ich jetzt mal auf die Suche und guck mal, also und lese mal Kommentare. Also da ich persönlich spiele schon sehr viel damit, auch das ein bisschen vorauszusetzen, aufzubauen. Hey, komm doch mal öfters, dann bist du auch Teil dieser Gruppe oder Teil dieser Bubble. Aber wie der Karl schon sagt, das macht beim DFB-Pokal eigentlich keinen Sinn. Das macht bei Amateurfußballthemen keinen Sinn. Das macht eher so bei Mannschaften Sinn. Also man muss auch hier gucken, wie stellen wir uns auf, zu welcher Thematik. Wie geht ihr denn da planhaft vor? Also wenn ihr so viele ganz unterschiedliche Themen habt und auch sehr unterschiedliche Ziele mit dem Community Management verfolgen müsst, wie plant ihr das alles? Also vieles kann man nicht planen, explizit im Social-Media-Bereich, weil du oft nicht weißt, was für Themen kommen da dann plötzlich auf, was für Themen interessieren vor allem dann die Community. Aber klar haben wir so Leitplanken, die wir planen, wo wir sagen, das sind Themen, die wir setzen wollen, da planen wir bestimmten Content und dann können wir schon auch vorausahnen, dass da die 2, 3, 4, 5 Rückfragen kommen werden und können uns auf diese Rückfragen vorbereiten. Mhm. Aber ich glaube, ganz viel oder den großen Teil kannst du leider Gottes nicht planen. Was es ja auf der anderen Seite, finde ich, aber auch wieder cool macht, also dass man halt auf bestimmte Sachen spontan reagiert und nicht geplant. Ich glaube, das ist auch das, was auch wieder Beispiel die Euro jetzt sehr gut ankam bei den Leuten, dass es nicht wie alles durchgeplant wirkte, sondern halt spontan, nahbar, authentisch. Das heißt, was würdest du sagen, wie viel Prozent ist geplant so übers Jahr und wie viel entsteht dann wirklich spontan, je nachdem wie ein Spiel ausgeht oder was halt passiert? Ja, du sagst es schon selbst, es ist so viel davon abhängig, wie ein Spiel ausgeht. Von daher kannst du fast sagen, 90% kannst du eigentlich nicht planen. Mhm. Aber natürlich sind so, also wenn ich jetzt mal sage, ein Spieltag zum Beispiel, der hat ja bestimmte, da gibt es bestimmte Grundpfeiler, die wir immer haben, die wir planen können. Eine DFB-Pokalrunde, da können wir sagen, das passiert, das passiert, das passiert. Natürlich wissen wir nicht, wie die Spiele ausgehen, aber das können wir schon planen. Das jetzt im Prozent festzumachen, ist schwierig. Ja. Ich würde aber schon sagen, dass der Anteil der nicht planbaren Sachen deutlich größer ist. Also auf jeden Fall 60-70% vielleicht. Oder Sabrina, wie siehst du es? Na, ich würde das ergänzen wollen mit, man geht mit einem Portfolio rein.
an Dingen, die möglich sind, also in verschiedene Situationen. Also Euro ist ein gutes Beispiel oder generell Spieltage. Die Endstands-Caption ist manchmal extrem wichtig, um eine Stimmung danach nicht zu lenken, aber vielleicht zu beeinflussen, sagen wir es mal so. Und das ist extrem wichtig. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, dass das Leute machen, die vor Ort sind, die bei dem Team sind, die die Stimmung kennen und so weiter, die dann einfach so ein bisschen auch die Stimmung der Fans besser transportieren können. Ja, also da bin ich schon der Meinung, dass man das sehr flexibel machen muss. Aber wenn wir jetzt sagen, wir gehen in ein Turnier, dann haben wir natürlich einen ganz großen Satz an Portfolio an Sachen, wo wir sagen, okay, YouTube, haben wir die und die Zielsetzung, dafür haben wir Formate vorbereitet. Ob die dann klappen oder nicht, ist die andere Frage. Wenn sie nicht klappen, musst du eigentlich sofort ein planbares nächstes Format in der Hinterhand haben. Und das wiederum dann auch auf die Spieler, Spielerinnen-Typen irgendwie ummünzen, die auch nicht immer verfügbar sind, dann verletzen die sich oder dann sind die aus anderen Gründen nicht available. Also ich glaube, man hat immer so ein bisschen ein Portfolio dabei. Das ist extrem wichtig und man muss flexibel sein. Man kann eigentlich mit kurzfristigen Absagen ist zu rechnen. Ich habe die ehrenwerte Aufgabe für meinen Heimatverein, die Rolle des Pressewarts wahrzunehmen. Und dazu gehört heute irgendwie auch Social Media Management oder ja im Prinzip ja auch Community Management. Das geht ja schon ineinander über. Das heißt, ich musste irgendwie so mit alteingesessenen Mitgliedern kommunizieren, aber halt genauso mit jungen Leuten, die jetzt gerade aus dem Jugendmannschaft in den Seniorenbereich drängen. Dann gibt es potenzielle Sponsoren, die müssen man irgendwie auch bei Laune halten. Und ich bemühe mich da immer sehr um proaktive Kommunikation und alle Kommentare, die irgendwie in den sozialen Medien kommen, zu beantworten. Möglichst schnell. Wie sind also so eure Erfahrungen? Wann muss man irgendwie Leine lassen und einfach mal so eine Diskussion entstehen lassen? Und wann muss man einschreiten und selbst irgendwie wieder eine Lenkungsfunktion übernehmen? Also ich finde es immer gut, die Community auch sich selbst entwickeln zu lassen und auch, dass so Diskussionen entstehen, ist ja erstmal total positiv. Wir wollen ja, dass die Leute sich austauschen, dass sie sich vielleicht auch untereinander finden, wie auch immer. Einschreiten sollte man, finde ich, dann in erster Linie mal, wenn irgendwo eine falsche Information auftaucht, wenn man irgendwas richtigstellen muss oder wenn es halt beleidigend, diskriminierend wird, dann muss man auch einschreiten. Mhm. Aber man kann natürlich auch, finde ich, das macht ja auch den Charme aus, manchmal in positiven Diskussionen, Situationen einsteigen, dass irgendwer eine Idee hat und man schreibt, ey, voll geile Idee, machen wir beim nächsten Mal so. Ist, glaube ich, auch ein Ansatz, den Sabrina bei der Nationalmannschaft sehr oft fährt. Also das ist immer ein Ansatz, aber wichtig finde ich insgesamt, dass man nicht in jede Diskussion mit reingeht, sondern auch den Sachen freien Lauf lässt. Ich meine, das ist natürlich aber auch eine komplett andere Situation bei einem kleineren Verein, bei einem Dorfverein sogar, als bei uns, wo halt die Kommentarspalten mit Tausenden von Kommentaren teilweise voll sind, wo du gar nicht in alles reingehen könntest, selbst wenn du es wolltest, ne? Ich würde da mal ein Beispiel anbringen von der Frauennationalmannschaft. Da ist es am Anfang ganz oft so gewesen, dass Kommentare sexistischer Natur kamen, übergriffiger Natur. Das ist auch grundsätzlich ein Problem bei den Spielerinnen, dass sie sehr oft auch Privatnachrichten bekommen, die übergriffig sind. Mhm. Und da sind wir schon gefragt und da haben wir auch eine klare Haltung. Und da gibt es eine Null-Toleranz-Politik. Also da wird nichts stehen gelassen, in zurück in die Küche oder dieses Frauenfußballzeug kann man sich nicht angucken, wenn es in irgendeine Richtung geht, die wirklich unter der Gürtellinie ist. Und da muss man rein. Also schon allein auch als Zeichen nach draußen. Und da muss man auch klar rein, ohne irgendwie, nicht beleidigend, aber ohne angreifend zu werden, sondern einfach klar zu machen, das ist ja nicht erwünscht. Meine Erfahrung ist, ganz oft werden die Kommentare direkt gelöscht vom Ersteller, weil die natürlich schockiert sind, dass da überhaupt jemand liest. Oder die Community reinigt sich selbst. Und das ist eigentlich auch das Ziel von einem guten Community-Management. Du hast einen Kommentar, der ein bisschen in eine Richtung geht, die die Personen persönlich angreift. Und es kommen direkt 10, die sagen, das ist hier nicht gewünscht. Wir möchten sowas hier nicht. Das ist eigentlich das Ziel, was wir erreichen sollten. Das andere, was der Karl auch sagt und was vielleicht auch bei jedem Verein da ist, ist, dass es erklärungsbedürftige Situationen gibt, wo es einfach Sinn macht, die Ansicht des Vereins, des Unternehmens nochmal darzulegen, ohne irgendwelche Floskeln zu nutzen, sondern wirklich die Frage zu beantworten. Und das ist auch eine Herausforderung, die der Karl und ich täglich haben, weil die Vielfalt der Themen so hoch ist, dass man natürlich auch im Thema sein muss, um die Frage zu beantworten. Da haben wir auch während der Euro versucht, Workflows zu finden, um zu sagen, wer ist denn unser Ansprechpartner? Wer kann denn die Fanwalk-Frage beantworten? Oder, ne, also diese ganzen Geschichten.
Eine Frage, die mich selber interessiert, wie viele Leute arbeiten da? Also wie viele Menschen rennen da bei euch rum und beantworten Kommentare oder versuchen, jemanden zu finden, der das weiß oder wissen es selber? Ja, allein dieser Sommer, ne, mit Europameisterschaft, Olympia, DFB-Pokalrunde ist jetzt auch gerade durch. Ist ein Mammutprogramm. Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Weniger als man denkt, auf jeden Fall. Karl, wie siehst du das? Ja, der Sommer ist ein gutes Beispiel. Also wir haben während der Europameisterschaft wirklich einen Sonderfall gehabt und das wussten wir auch vorher, weshalb wir hier im DFB-Campus ein Backoffice eingerichtet haben, auch explizit fürs Community-Management gesagt haben, wir wollen, dass ja die, nicht 24/7, aber schon die Haupttageszeit besetzt haben, also nicht nur von 9 bis 17 Uhr, sondern von morgens um 8 bis abends um, ich glaube, 23. Es war sogar bis Mitternacht. Das haben wir natürlich je nach Gemengelage auch ein bisschen variiert. Also es wurde nicht immer bis Mitternacht betreut, aber schon immer mindestens bis 22 Uhr. Mhm. Bei Deutschland spielen auch mal länger als Mitternacht. Und ja, da musst du natürlich die Leute für haben. Also du kannst ja nicht eine Person da dran setzen, die jeden Tag von 8 bis 24 Uhr das Ding betreut. Mhm. Dementsprechend haben wir da einen Pool von Leuten gehabt, der bestimmt, lass mich überlegen, es waren, denke ich mal, so um die 10 Leute, die dann hier dieses Backoffice besetzt haben, also immer dann, wie gesagt, zwei Personen pro Tag, eine in der Frühschicht, eine in der Spätschicht. Dann hatten wir noch externe Unterstützung, die auch mit reingeguckt haben. Und wenn ich reingucken sage, dann, oder ich habe es ja eben auch schon erwähnt, wir haben da ein spezielles Tool auch für. Das heißt, da sitzen nicht nur Menschen hinter, sondern auch Technik, eine KI auch, die bereits Kommentare rausfiltert. Ja, was wir eben erwähnt haben, die unter der Gürtellinie sind, die wir verbergen, löschen sollten, wo wir aber auch vielleicht drauf eingehen sollten. Wir haben mittlerweile auch sogar einen Prozess und eine Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, wenn es wirklich sehr krasse Kommentare sind, dass wir die strafrechtlich verfolgen. Mhm. Auch das war so ein Prozess während der Euro. Also ihr merkt schon, ich kann euch nicht sagen, es gibt so und so viele Personen, die das machen und Punkt, sondern es gibt so verschiedene Systeme dahinter und so kommt es dann halt zustande, dass während der Euro auf jeden Fall im Backoffice zwei Schichten gearbeitet haben. Und ich glaube, die meiste, die allerwichtigste Arbeit ist aber die dann von den KollegInnen vor Ort. Sabrina, auch noch mit einem Kollegen zusammen, gucken sich auch die Kommentare an, sodass du eigentlich zu jeder Zeit Minimum 3 bis 4 Personen hattest, die auf diese Kommentare geschaut haben. Mhm. Was bei der Masse auch absolut notwendig ist, ne? Wenn ihr sagt, ihr seid auch zum Teil vor Ort, beschränkt sich dann das Community Management nicht nur auf Social Media? Also nutzt ihr auch andere Möglichkeiten für den direkten Austausch, wenn ihr da irgendwie unterwegs seid oder in anderer Form? Ja, absolut. Also Community Management auf Social Media ist ja am Ende auch nur der verlängerte Arm von Begegnungen, die in der Realität stattfinden, bei öffentlichen Trainings oder auch im digitalen Raum bei Livestreams, was wir mittlerweile auch verstärkt machen, dass die Community 2-3 Mal während einer Abstimmungsperiode hat die Möglichkeit, direkt mit 2 Spielern sich auszutauschen über ein Q&A-Format. Und da ist es auch einfach ganz wichtig, dass man da authentisch weitererzählt, was in diesen Begegnungen passiert und dass man durchaus auch mal, deswegen ist es wichtig, dass man vor Ort ist, auch drauf eingehend, wie war die Stimmung, sich vielleicht nochmal explizit bedankt, Leute, ihr wart heute wirklich überragend und genau die, keine Ahnung, 5 Fans in der Ecke mit der Trommel, der Wahnsinn. Also das ist einfach, wir sehen euch und wir sehen, was ihr schreibt, wir sehen, was ihr euch wünscht und das ist extrem wichtig und das ist auch wichtig, dass die Spielerinnen und Spieler das genauso mittragen. Mhm. Ich würde zum Ende des Gesprächs gerne mal einfach über das Thema Shitstorms sprechen. Jetzt als Beispiel aus diesem Sommer, da wurde ja das neue DFB-Auswärtstrikot vorgestellt, das so einen mega geilen Übergang von Pink ins Lilane hat und so. Richtig scharfes Trikot. Gefällt aber natürlich nicht allen. Also war ja von vornherein klar, dass es Reaktionen geben wird in den sozialen Medien. Und dann gab es ja direkt auch so ein Video vom DFB, das veröffentlicht wurde. Aber war da jetzt zum Beispiel ein Shitstorm einkalkuliert? Also da müssen wir erstmal die Props an Adidas geben und nicht an den DFB, weil das ist wirklich, ist schön, dass das so auf uns abstrahlt, aber am Ende des Tages ist unsere Leistung an der Nummer, dass wir mutig waren, ist ja auch nicht selbstverständlich bei uns im Verband und dass wir gesagt haben, wir gehen das jetzt alles mit, das Konzept ist stark, wir fühlen das, wir finden das gut, wir gehen mit den Spielern in Austausch, die finden das gut und am Ende muss man da wirklich die Props an Adidas geben. Die haben das einkalkuliert, das hätte auch
auch nach hinten losgehen können, ganz klar. Aber auch das Video zur Klarstellung zu diesem Wir stehen dazu, wir finden das toll, war klar, dass Kommentare kommen, wurde durchweg positiv aufgenommen. Was jetzt bei uns, wenn man es auf den DFB überträgt, so ist, dass es Themen gibt, die natürlich sensibel sind, bei denen wir genau wissen, das wird auf Unmut stoßen. Das können wir wahrscheinlich nicht ändern. Shitstorm ist schon mal nochmal eine heftige, also Unterscheidung, sage ich mal. Ich glaube, niemand bei uns in der Redaktion sagt, also heute habe ich mal einen raus, der dann Shitstorm verursachen könnte. Das ist natürlich genau das, was wir vermeiden möchten. Nichtsdestotrotz kann es natürlich passieren. Und dann muss man einfach die Lehren draus ziehen. Aber ich meine, Fußball ist hochemotional. Du wirst immer, immer Kommentare haben. Ihr habt das vorher gesagt, es gibt über 80 Millionen Bundestrainer. Und während im Turnier sind es oft noch mehr. Also ja, einplanen würde ich nicht sagen. Vorbereitet sein auf Reaktionen ist, glaube ich, die bessere Formulierung. Ich glaube, da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, den wir vorhin hatten. Für einen Großteil, was hier passiert, sind wir ja nicht verantwortlich, nämlich für das, was auf dem Platz passiert. Und die schlimmsten Shitstorms sind eigentlich die, wenn ganz große Spiele verloren gehen oder ja, es einfach auf dem Platz sehr schlecht läuft. Ich glaube, jetzt hatten wir mal ein Spiel gegen Spanien, das Ausscheiden. Das war ein großes Spiel, wo es eher dann nicht in Shitstorm geendet ist, weil ganz Deutschland irgendwie stolz auf die Mannschaft war. Aber wenn wir uns zurückerinnern an das letzte Turnier der Männer in Katar davor, da können wir dann als Social Media Team wenig machen als das, was ich eben gesagt habe, dass wir in erster Linie mal gucken, was ist unter der Gürtellinie, was müssen wir löschen, ausblenden, wo müssen wir gegen vorgehen. Aber ansonsten ist dann auch Social Media wirklich ein Raum, der auch da sein sollte, um den Unmut, den Frust loszuwerden. Das ist völlig okay und das dürfen die User auch, das wollen wir letztlich auch, weil wir fühlen uns ja genauso in dem Moment. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt wünschen, dass die nach einer Niederlage, gerade nach so schlimmen Niederlagen, alle schreiben, wie toll wir doch sind. Also gut, vielleicht fänden wir es ein bisschen besser, aber nein, im Ernst, das genau dafür ist Social Media auch da. Und dann können wir ehrlich gesagt sehr wenig machen, weil wir als Social Media Team ja dann nicht dafür verantwortlich sind, was auf dem Platz passiert. So viel zur Planbarkeit. Ne? Damit musst du dann in diesen Situationen spontan umgehen. Das kann in die eine und in die andere Richtung kippen. Habt ihr zum Abschluss des Gesprächs nochmal drei ultimative Community-Management-Tipps für kleinere Vereine oder vielleicht auch für kleine und mittelständische Unternehmen? Für Marco ganz persönlich. Und für mich ganz persönlich. Ich finde, das ist der wichtigste Punkt. So hört sich immer platt an, aber Emotionen transportieren, das ist für mich entscheidend. Dann das Thema Perspektivwechsel. Also ich habe es am Anfang schon erwähnt, man muss sich immer in die Perspektive der User versetzen und davon ausgehen, dass der User möglicherweise sehr unwissend ist und auch sich versuchen vorzustellen, was möchten die User und Userinnen wissen. Also ist es, wenn wir jetzt zu dem Thema zum Beispiel Dorfverein zurückgehen, ist wirklich das Foto von der letzten Vorstandssitzung für die User so wichtig? Sind die daran so interessiert? Oder, keine Ahnung, wollen die vielleicht eher den Tag, den Alltag des Zeugwarts mal einmal vor Augen geführt bekommen? Also da schon, ja, nicht nur drüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich aussenden, sondern was möchten eigentlich die User empfangen. Mhm. Und ein dritter Punkt wäre für mich noch mutig sein. Leben wir manchmal auch noch zu wenig, so ehrlich muss man sein. Ja, da pflichte ich dem Karl nur bei. Es ist auch so, dass man muss so ein bisschen schaffen, dass viele oder so viele User wie möglich sich irgendwie identifizieren mit dem, was man macht. Und um jetzt bei Karls Beispiel zu bleiben, das Foto aus der Vorstandssitzung wird jetzt mal auf die heutige Zeit übertragen, bei Facebook vielleicht gar nicht mal so schlecht ankommen, weil die Zielgruppe dafür eventuell bei Facebook sitzt. Der Tag des Zeugwarts ist wahrscheinlich interessanter für eine TikTok-Instagram-Zielgruppe. Das heißt, man muss schon sehr, sehr genau gucken, wo platziert man was und nicht einfach blind Copy-Paste rausgeben. Und natürlich dann auch wieder selbst konsumieren, wie finden die das da draußen? Machen wir eigentlich permanent zu gucken, kommt es überhaupt an, was wir da machen? Und was für mich eigentlich bei allem am wichtigsten ist, dass man authentisch bleibt, weil die Leute da draußen haben ein sehr feines Gespür dafür, ob man real ist oder nicht, ob man Marketing-Sprech raushaut oder ob man einfach vielleicht, um ab beim Fußball zu bleiben, selbst im Stadion ist und auch der Admin gerade denkt,
Mann, scheiße, jetzt sind wir raus oder wie geil ist das denn? Und genauso kann man dann auch in die Kommunikation gehen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Kein Copy-Paste, keine Plattitüden, immer reinschreiben, sich für jeden Kommentar dann doch vielleicht nochmal die ein oder andere Nuance überlegen oder Persönlichkeit mit reinbringen. Das wird sehr honoriert von den Usern. Wir danken euch vielmals für das Gespräch und eure Einblicke. Das war sehr interessant. Mega spannend. Danke euch auch. Danke euch. Tschüss. Ciao. Und Marco, bist du jetzt alle deine Fragen losgeworden? Naja, ich würde sagen, die wichtigsten schon. Auf jeden Fall habe ich gelernt, dass ein Perspektivwechsel schon wichtig ist beim Community Management. Dass man quasi die Dinge aus der Sicht der eigenen Community sieht. Klar, das klingt jetzt eigentlich ganz logisch, aber so im Alltag denkt man da vielleicht einfach nicht dran. Und wenn man da eh schon dabei ist, dann kann man einfach mal alle Floskeln, Plattitüden, PR- und Marketingtexte weglegen und einfach in seinen eigenen Worten Dinge schildern und Nachrichten überbringen und naja, halt authentisch sein. Gerade im Bereich DFB habe ich vor allen Dingen auch gelernt, dass es ja ein hochemotionales Thema ist und dass man diese Emotionen auf jeden Fall auch transportieren muss und mit seiner Community teilen sollte. Dabei sollte man trotzdem immer auf Augenhöhe kommunizieren und auf gar keinen Fall Copy-Paste machen, zum Beispiel in verschiedenen Social-Media-Plattformen einfach genau das Gleiche schreiben, weil es kann sein, dass sich da eine andere Zielgruppe tummelt. Im Prinzip sind das Tipps, die eigentlich jeder befolgen könnte, oder? Also von der kleinen Firma bis zu meinem eigenen Dorfverein tut jeder gut daran, sich daran zu halten. Apropos gut daran tun. Ihr tut gut daran, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn auch weiterempfehlt bei euren Freunden oder Familie oder wen das eben auch interessieren könnte, worüber wir hier sprechen. Und ansonsten folgt doch bitte Flyalarm auf den Official-Kanälen, das heißt auf Instagram, Facebook, LinkedIn und Co. Wir sagen jetzt erstmal Tschüss und bis bald. Ciao.